Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Atomic Zockt. Heute zocken wir wieder Transport Fever 2, die Beta vom Frühlingsupdate. Und ja, wir starten einfach mal hier in Alsfeld und fahren etwas mit einem privaten Fahrzeug durch die Gegend und wir können sogar hupen. Ja, ein nettes Feature, was eigentlich keiner so richtig gebraucht hat, aber wenn es denn da ist, nutzt man es doch. Wir sind letztes Mal hier in der Überlegung stehen geblieben, dass wir hier den Wald haben, hier unten das Sägewerk, hier die Werkzeugfabrik und dass wir das Ganze doch hier in einem schönen Kreislauf zum Laufen bringen wollen. Wir können also jetzt von hier oben, haben wir schon den Anschluss, die Straße nehmen, hier runterziehen und dann am Sägewerk die Baumstämme abzuliefern. Die Bretter müssen dann rüber zum zur Werkzeugfabrik und von hier aus können wir dann die Werkzeuge wieder in die, was heißt wieder, von dort aus können wir die Werkzeuge in die Stadt bringen. Es bietet sich also an, dass wir hier eine Linie haben, die die Bretter hier hinbringt und Werkzeuge zeitgleich auch mitnimmt, weil das Ganze ist eh 1:1. Also da müssen wir jetzt nicht irgendwie zwei Bretter hinliefern, um dann, oder zwei Einheiten Bretter, um eine Einheit Werkzeug zu bekommen. Sondern das funktioniert dann so schon ganz gut. Das ist das Einzige hier, was so ein bisschen, ja, ich hätte gerne hier, dass das eigentlich ein Kreislauf ist. Aber wir können halt nicht immer voll fahren, weil hier nehmen wir Baumstämme mit, dann nehmen wir hier die Bretter mit. Hier ist glaube ich auch 2:1, genau. Dann nehmen wir hier die Bretter mit, dann nehmen wir hier Werkzeuge mit und dann können wir hier oben nichts einladen. Ist doof. Dementsprechend bauen wir es ein bisschen anders. Aber ist ja auch nicht so tragisch. Hier haben wir es ja relativ flach, wie wir sehen. Da können wir also auch durchaus entweder hier vorne abzweigen oder hier an der Ölquelle vorbei. Ich würde aber... Nee, wir müssen eigentlich hier raus, weil hier ist es zu steil. Das sieht dann halt wieder ein bisschen dämlich aus von der Straße her. Wenn wir hier erstmal so rausgehen und dann können wir uns hier so langsam den ganzen anschmieden und auch schauen, dass wir so halbwegs diesen Höhenlinien folgen. Aber wir müssen noch ein bisschen nach unten kommen, aber dass wir das Ganze jetzt nicht zu steil machen. Okay, an dieser Stelle müssen wir sowieso raus Richtung, warum wir das hier machen? Wo haben wir die hier unten? Ne, die führen wir, ja, die führen wir da unten lang. Gerade um entschlossen. Hier führen wir das Ganze nur so schön rein. Wir gucken mal, was macht er hier raus. Ja, das sieht doch brauchbar aus. 25.000 bin ich auch dabei. Können wir so bauen. Und von hier aus wollen wir jetzt da an die Werkzeugfabrik rankommen. Gehen das Ganze mal hier schön dem Fluss entlang. Haben wir auch nicht ganz so viele Höhenmeter, die wir immer hoch und runter müssen. Und genau, wir brauchen eigentlich gar nicht hoch, wir sind hier auf, ja, das ist alles ziemlich gut. Hier einmal quer durch den Wald durch. Jetzt ist die Frage, wie wollen wir uns hier anschließen. Hinten kommen wir leider nicht rein, das ist ärgerlich. Also hier können wir auch nichts anschließen, sondern auch hier, da müsste man halt jetzt an der Stelle mit einer unsichtbaren Straße arbeiten, die wir hier durchziehen. Gibt es auch als Mod, ist auch sehr schön, wenn man das wirklich hier so machen kann oder macht. Aber wieder wie auch schon in der letzten Folge, ich weiß nicht, wie sich hier diese Industrie entwickelt. Das habe ich leider jetzt nicht so im Kopf. Sonst könnte man es natürlich machen, dass man hier irgendwie die Straße durchführt, die unsichtbare, damit man hier hinten irgendwie raufkommt oder wie auch immer. Dann hätten wir hier auch noch ein bisschen Verkehr. Aber ich würde mir jetzt eher mal Gedanken dazu machen, wie wir hier die Bretter ab
nicht abholen, sondern abliefern und die Werkzeuge abholen. Die Abholung würde ich auf diese Seite wohl packen wollen. Hier so schön direkt ran. Ja, aber hier genau falsch rum. Dann können wir hier auch schon das Ganze etwas verlängern. Machen einmal hier, wie es wieder schön aussieht. Ja, leider geht die Kamen-API noch nicht, sonst hätte man das sowieso beim Bauen schon immer ganz normal, so wie es jetzt auch aussieht. Aber für alle, die es nicht wissen, einfach im Baumodus hier einmal die 1 drücken oder meinetwegen auch eine andere Taste. Also vom Numpad, dass man hier diese Layer einschaltet, dann den Layer ausschalten und dann hat man das so schön, wie es eben jetzt ausschaut. Wir möchten hier nur eine Einfahrt haben. Und ich möchte das ganz gerne als Einbahnstraße hier durchleiten. Genau, und auf der anderen Seite, das jetzt hier einfach, ja, sicherlich nicht Neubrandenburg-Abzweig, sondern das ist einfach Tools und Co. Eine neue Industrie ist verfügbar. Schillingsfürst Treibstoffraffinerie. Okay. Auch gut. Gut zu wissen, Straßen, wir haben jetzt noch keine Einbahnstraßen, aber das macht erstmal nichts. Ich habe da Überland unterwegs. Und werden wir hier irgendwie in die Richtung oder da hinten bauen? Fragen über Fragen. Ich baue das mal so. Können wir hier nämlich schön gerade rein. Und auf dieser Seite auch von hier aus einfach gerade hochziehen. Direkt hier schön an der Fabrik entlang. Und hier ist auch noch ein bisschen was aus. Okay, wir kommen hier aus dem Wald. Dann würde ich hier unten ungefähr die Kreuzung haben wollen. Dass wir von hier das Ganze hier noch gerade ziehen. Hier einen leichten Bogen gehen. Dann machen wir hier erstmal das Ganze wieder halbwegs gerade. Das mache ich jetzt so runter. Oh, müssen wir leider. Und von hier aus machen wir dann hier so schön rein. Haben wir hier irgendwelche komischen Steigungen drin? Nein. Sieht auch gut aus. Okay. Ja, die Idee ist nämlich jetzt folgende. Wir entladen hier hinten an dieser Stelle. Das wird einfach nicht die neue Straße, sondern das ist Tools und Co. hat man das genannt, ne? Tools und Co. Anlieferung. Und wenn wir hier mal ein bisschen mehr brauchen, können wir hier sogar noch einen Bahnhof daneben stellen. Das müsste eigentlich, genau, das passt ja auch noch so von der Steigung her, ist das nicht ganz so kritisch. Alles gut. Dann, genau. Hier oben brauchen wir aber noch ganz dringend ein... Wie sieht das hier aus? Okay. Ja, wir können das hier so bauen. Ja, das wird schon da passen, da oben gleich. Und ich will das auch nochmal anpassen, konfigurieren, bei den Gütern hier nochmal 3 dran setzen. Kostet 125.000. 100.000, nee, das probieren wir noch nicht aus. Und haben hier auch wieder die Einfahrt.
bohren jetzt die Reifen da ab und haben hier die Ausfahrt. Und dafür das Ganze hier halbwegs geordnet durchlaufen lassen. Wo kommen wir denn hier am besten rein? Genau, hier ist nochmal ein schöner Hügel. Also hier haben wir die Steigung und dann könnten wir wahrscheinlich hier oben ganz gut reinkommen. Und von hier aus aber erstmal zumindest einen kleinen Abschnitt gerade machen. Ja, sieht das auch ganz gut aus. Und dann versuchen wir von hier aus mal da unten reinzukommen. Ah, geht recht steil hoch, aber das sollte machbar sein. Und von hier gehen wir einfach erstmal gerade weiter. Genau. Ach, müssen wir ein bisschen nach links schwenken. Genau. Ja, ist das so machbar? Ich glaube, so kriegen wir die Kurve. Soll das noch ein bisschen was aussehen? Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Also, mir gefällt's. Ich könnte ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so bauen würdet. Klar, das jetzt hier mit diesen aufgeschütteten. Das kann man alles noch schöner machen. In Anbetracht dessen, dass wir aber eher weniger Geld haben, würde ich das erstmal sein lassen. Ganz ehrlich. Und, ja, hier holen wir jetzt einmal auch wieder dann die Beretta ab. Würde ich das ähnlich machen wie auch bei den anderen beiden jetzt schon, dass wir das Ganze mit so einem Einbahnsystem hier einfach bauen. Also sollte man vielleicht eher vorne ansetzen. Und bei diesem hier. Da geben wir auch nochmal drei Stück dazu, reißen vorne die Straße ab. Kriegen dann hier eine Ausfahrt und hier hinten dann die Einfahrt hin. Und wir bauen erstmal die Straße soweit. Mal von hier aus. Und hier geht es dann zwischen den Bäumen durch. Einfach hier wieder rein. So. Nichts Spektakuläres. Und die Anlieferung, die würde ich auch wieder separat machen, dass sie sich auf jeden Fall nicht in die Quere kommen. Können wir einfach hier ziehen. Brauchen wir die so lang? Eher nicht, ne? Wir kommen von hier oben runter, dann können wir hier eigentlich schon raus. Wenn das Ganze so auf... Na, da ist das schon relativ dicht. Gerade ziehen. Ja, sieht mir so schön aus. Boah. Ja, man muss nicht in Schönheit sterben, ich weiß. Gerade nicht, wenn man auch eben sehr schwer spielt. Also nach ein bisschen soll das doch aussehen, oder? Ja, und wieder nehmen wir ein Bäumchen mit. Was aber vollkommen egal ist, es kostet einfach nichts. Gehen wir hier zwischen den beiden durch. Und können hier oben. Ja doch. Sieht gut aus. Kein Wegpunkt, sondern wieder zum Entladen machen wir das Ganze hier unten hin. Und wie nennen wir dieses Sägewerk? Alsfeld-Sägewerk. Hier war hier Hobel und Späne GmbH und wieder also, mal schreiben muss, probieren wir uns das doch. Geht, glaube ich, genau. Das ist dann die Anlieferung wieder. Und hier haben wir das Warenausgabe.
richtig geschrieben? Ja. Okay. Ja, das ist einfach der Alsfelder Wald. Und das heißt auch einfach nur so. Okay, jetzt haben wir das auch schon richtig gemacht, ne? Tools & Co. Anlieferung. Und das nennen wir hier auch Tools & Co. Warenausgabe. Okay, und jetzt gucken wir mal, dass wir von hier aus einmal diese Linie haben. Das wären die LKW, die uns die Baumstämme nehmen wir jetzt den Namen der Fabrik oder wo es hingeht. Weiß nicht, passt das hier? Nehmen wir das Ganze einfach H&S. H&S. Dann gibt es hier die Ausgabe, die fährt hier hin und holt hier noch was ab. Dann müssen wir gleich noch da oben das machen. Das ist dann die LKW-Linie, die dann die Bretter und aber auch Werkzeuge transportiert. Und das nennen wir einfach Alsfeld. Auch wenn es dann nicht ganz korrekt ist. Aber nehmen wir das Ganze erstmal so. Und wir wollen die Werkzeuge hier oben hin haben. Wir kommen von hier unten, fahren dann hier vorbei. Ja, und fahren sicherlich nicht so einen riesen Bogen, nur um Werkzeuge abzuliefern. Das können die Alsfelder sich schon mal ganz getrost abschminken. Davor, nach der Kreuzung hier anhalten. Ziehen wir mal eine innerstädtische Straße hier raus. Hier ist auch in dieser Breite. Ja, könnten wir auch die Kreuzung so machen. Und dann hier so einen Bogen zu haben. Und dann können wir hier unten durchaus so vernünftig anschließen. So, dann geht es. Ja, wo wollen wir entladen hier? Ja, entladen wir hier oben einfach. Im Winkel. Nein. Alsfeld. Was nennen wir das? Gewerbegebiet hier, ne? Gewerbegebiet. Und dann haben wir hier nach der Warenausgabe, bringen wir hier noch die Sachen hin. Wir warten hier auf voll. Und wir warten hier unten auf voll. Da warten wir auch 10 Minuten durchaus ganz gerne mal. Hier warten wir auch, denn die 10 Minuten bis dann die Bretter soweit verarbeitet wurden. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt hier nochmal ein Depot. Ein Straßenfahrzeugdepot. Ergibt es Sinn, wenn wir das hier bei Alsfeld platzieren? Wir können damit noch Neubrandenburg versorgen, ja, und hier auch hier so rüber. Wir können natürlich auch Bremerhaven, wenn wir sagen, das soll eine größere Stadt werden. Können wir es hier hinsetzen und dann die Sachen hier rüberziehen. Heißt, wir hätten etwas längere Anfahrtwege, zumindest für Alsfeld jetzt. Ja, aber da wir hier noch durchaus was haben, hier hinten haben wir ja auch noch Schillingsfürst. Ne, das kommt hier bei Alsfeld hin. Warum war das jetzt? Ja, ziemlich gut. Ja, nehmen wir das doch hier direkt in diesen Bereich, können das mit dieser Kreuzung dazu führen, die Straße, dass ein bisschen zurückliegt. Oder einfach so. Und dann können wir uns hier fröhlich der Dinge bedienen. So. Ja, noch brauchen wir das hier nicht, die können immer alles.
wie lang sind denn die Wege? Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Wenn wir uns das hier anschauen. Okay, wir haben kaum noch Geld. Wir müssen mal schauen, ob wir hier so langsam ins Plus kommen. Aber hier wirklich noch Kutschen? Nein. Wir machen hier von 5. Und das können wir uns auf jeden Fall erstmal noch leisten. Dann können wir schon mal die Baumstämme transportieren. Und auf diese Strecke würde ich dann von diesem hier ja auch erstmal 5 draufsetzen. Dann haben wir überall was drauf. Ich muss das gerade hier mal anschauen. Ja, nichts Spektakuläres, sind halt die ganz normalen Fahrzeuge. Quasi die Vanilla-Fahrzeuge aus dem Spiel her. Ja, hier sind wir auch richtig, genau. Ja, das heißt, wir müssen das Ganze jetzt so ein bisschen arbeiten lassen. Hier haben wir noch 20 Millionen, die wir uns gönnen könnten. Ja. Hier, der Zug, der macht hier regelmäßig Minus. Das ist nicht gut. Das muss deutlich besser werden. Und die Linie macht wahrscheinlich auch Minus, weil jetzt viel zu viele Fahrzeuge drauf sind. Finanzen, ja. Wie lange brauchen wir denn? Wir haben 97er Takt. Aber halt hier mit sehr viel Wartezeit. Ah, das hat man hier gar nicht, ne? Diese Ansicht. Ja, jetzt fehlt die Fahrplan-Mod. Kann man nämlich schön gucken, wie lang diese Strecke hier wirklich ist. Wie lange die da brauchen. Ich würde tatsächlich hier vorne jetzt ein paar Fahrzeuge runterschmeißen. Wie viel haben wir hier insgesamt drauf? 10 Stück. Müsste die Hälfte reichen. Und wir schmeißen die weit weg. Und ja. Müssen den hier mal im Auge behalten. Können es mal ein bisschen schneller machen. Sieht zwar nicht ganz so schön aus. Wir müssen das ein bisschen im Auge behalten, dass wir den hier verlängern. Wie lang ist denn dieser Zug? 63 Meter. Also wir können noch gut was dranhängen. Wir könnten auch mit der Doppeltraktion arbeiten. Wir können ja schon mal ein bisschen schauen. Okay. Wie war die Alternative, die wir erst gedacht hatten? Fährt auch schneller, hat mehr Bums, kostet auch mehr. 21,72, ja. Na, ich würde tatsächlich erstmal hier nur die Wagen dranhängen. Sind wir hier bei 109 Meter, 100, ja, einer muss dann weg. Wir bräuchten dann, ja. Hätten hier aber gleich 60, die wir immer transportieren könnten. Wir bräuchten fast 1 Million. Das würde ich aber glatt machen. Wenn der Zug hier oben dann pfeift, dann können wir uns das Ganze auch gönnen. Hört man hinten hier vorne was? Wenn man jetzt hier vorne hingeht. Schieben wir jetzt mal lecker Fenster hier. Ja. Okay, bei der Geschwindigkeit. Das Pfeifen ist halt nicht schneller. So, wir gehen hier mal runter und wir gönnen uns jetzt mal 1 Million. Ach, ist das natürlich alles weg. Nein, ist nicht weg. Und wir ändern das hier.
haben jetzt einen deutlich längeren Zug, der mehr transportieren kann, der ein bisschen länger brauchen wird beim Fahren, aber hoffentlich mehr abwirft. Also in Summe einfach mehr abwirft. Er braucht länger, er hat höhere Betriebskosten. Und er müsste hier auch noch reinpassen. Ja. Und das ist ja auch mit dem Update neu, dass jetzt, wenn Züge zu lang sind, hier halt nicht reinpassen von der Plattformlänge her, dann beladen die halt langsamer. Und das muss man ja nicht unnötigerweise haben. Also wenn wir irgendwann hier ausgebaut haben auf, was weiß ich, bis wohin, 800 Meter, und das immer noch nicht reichen sollte, ja, dann muss man das halt in Kauf nehmen. Aber ansonsten könntest du das auch mal hier draufsetzen und einmal eine Mitfahrt machen. Wir müssen hier rüber, können wir hier ein bisschen rausgucken. Ja, da steht auch der Lokführer. Ja. Ihr könnt da gerne mal eure Meinung auch sagen, wie ihr es hier mit Mitfahrten seht. Also, auf der einen Seite ist es auf jeden Fall ganz nett. Wird immer die Frage, was man für eine Mitfahrt macht. Jetzt hier so, wie wir jetzt gerade hier quasi aus den Gucklöchern sind, hier ja rausschauen. Ob wir uns ein bisschen seitlich hinsetzen oder tiefer, das war ja dann schon eher ungeschickt. Oder hier oben ein bisschen weiter. Also mittig würde ich auch nicht, weil dann haben wir immer genau unseren Schornstein im Wege. Aber so ist das Ganze, glaube ich, schon ganz brauchbar. Und ja, gönnen wir uns jetzt einfach mal die Mitfahrt. Ist ja eigentlich auch ganz nett. Hier durch diesen kleinen Wald durch. Bäume stehen zumindest zur damaligen Zeit noch nicht so dicht. In der heutigen Zeit ist das zumindest an den Hauptstrecken viel zu dicht. Man ist also beobachtet, was die da für Bäume alles wegschneiden. Aber durchaus ja auch vernünftig. Wenn es dann doch mal ein bisschen windiger ist, so wie heute. Ich nehme jetzt hier am 7. April gerade auf. Da haben wir hier in meiner Region und so, das Zeichen wollte ich einmal ungestört lassen. Da gab es hier doch durchaus über die Warn-App Nina eine Warnung gegen einen starken Sturm. Gucken. Noch sieht es ganz ruhig aus. Es hat heute schon mal ein bisschen mehr gewindet und auch durchaus ordentlich geregnet. Aber es hält sich alles noch im Rahmen. Draußen im Garten, auf dem Balkon, auf der Terrasse ist noch alles so geblieben, wie es eigentlich vorgesehen war. Gut, die eine Decke hat sich ein bisschen verabschiedet, aber die hängt da jetzt so halb rum. Die werde ich dann nachher wieder richten, wenn es wieder wenn es etwas trockener ist, so leicht ist es gerade noch am Nieseln, da habe ich keine Lust rauszugehen. Das muss nicht sein. Dann kann die Decke auch so nass werden. Die ist ja sowieso schon nass. Okay, gucken wir mal hier ein bisschen mehr auf die Zugfahrt. Ja, 50 könnten wir maximal. Und wir fahren jetzt 25. Ich habe natürlich jetzt vorher nicht verglichen, wie schnell wir vorher waren. Ist es auch dem geschuldet, dass wir hier halt relativ hoch rausgekommen sind. Ne? Und wir hätten das Ganze auch etwas tiefer durchführen können. Aber wir müssen jetzt hier eigentlich am Höhepunkt der Strecke sein. Oder geht's wirklich noch bergauf? Ja, so richtig sieht man es nicht. Aber das finde ich auch gut. Also ich finde es immer ganz schrecklich, wenn dann, was ja auch durchaus durch das Spiel provoziert wird, sage ich mal, diese ganz steilen Abschnitte. Und wenn man denn wirklich zwei Sachen verbindet, die man so auf ganz normalen Wege nicht verbinden kann und es aber gerade so doch noch von der Berechnung her passt, sind da manchmal auch so richtig schöne Wellen drin. Ne? Ja, das sieht einfach nur total gruselig aus. Aber das ist natürlich die Sache, möchte man das Ganze jetzt hier eher als Simulation betrachten, dass es halt so auch aussieht wie in der Realität, oder möchte man das Ganze eher wirtschaftlich betreiben, dann ist es einem wahrscheinlich erstmal egal, ob die Steigung oder auch die Bogenradien bei den Gleisen, ob die irgendwie halbwegs realistisch sind.
Also ich bin da auch kein Experte drin, aber ich mache das auch so Pi mal Daumen. Und irgendwelche Radien, gerade auf Hauptstrecken, die dann irgendwie so 45 oder 50 nur zulassen, glaube, die würde man so in der Realität nicht unbedingt finden. Aber könnte mich auch gerne eines Besseren belehren. Wie gesagt, ich bin da kein Experte, das ist nur so meine, meine Meinung oder mein Gefühl, meine Wahrnehmung, sagen wir mal so. Meine Wahrnehmung, die ich so aus der Realität habe. Sowas eher weniger oder eigentlich gar nicht vorhanden ist. Ja, und jetzt merken wir, es geht bergab. Mit unseren Finanzen wahrscheinlich auch. Aber hier ist es auf die Strecke bezogen und wir werden gleich deutlich schneller. Und werden bald unsere maximale Geschwindigkeit von 50 km/h erreicht haben. Und ach ja, wo ich gerade den Tunnel sehe, genau, es gibt auch noch eine schöne Mod, die ich sonst auch benutzt habe, diese Steinwände hier, das sieht doof aus mit dem Lichtwurf da oder mit dem Lichtschein, die Steinwände auch ersetzt durch, ich meine Betonwände waren das, ist auch ganz nett, aber ja, fangen wir erstmal so an, mal gucken, wie lange wir das hier auch durchhalten. So schnell, gerade schon wieder eine Million aufnehmen. Wir sind also bei minus 11 Millionen oder haben einen Kredit von 11 Millionen an der Backe. Und wir, ja, wir tilgen nichts. Wir zahlen jeden Monat oder jedes Quartal, je nachdem wie die Abrechnung ist, immer fleißig unsere Zinsen. Aber der Kredit, der schrumpft nicht. Und das ist aktuell noch unser Problem. Aber ich bin ja guter Dinge, dass das funktionieren wird. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen angekurbelt. Den Personenverkehr müssen wir auch noch beleben. Auch in Alsfeld, dass wir jetzt vielleicht von Alsfeld nach Neubrandenburg eine Strecke noch machen. Mit, zumindest erstmal mit Bussen und Kutschen. Das Ganze dann auch lieber noch Richtung Bremerhaven. Und dass wir dann halt damit das Ganze erstmal so ein bisschen wegpuffern, was wir so an Zinsen zahlen müssen. Weil wir irgendwann halt in den positiven Bereich kommen, dass wir auch wirklich mal Gewinn erwirtschaften. Dann können wir etwas größere Schritte machen. So hoffe ich zumindest. So hat zumindest immer im schweren Modus funktioniert. Ich bin gespannt. Mal schauen. Okay, wenn wir uns den Zug noch einmal an, wie der hier schön in den Bahnhof einfährt. Und schau mal, was er abwirft. Gehen einmal raus. 317.000.